Hallo und herzlich willkommen. Gestern habe ich die Varomet-Behandlung gemacht und nun möchte ich mal auf den Schieber schauen, wie viele Varroen gefallen sind. Ein Schmetterling hatte sich kurz auf die Kamera niedergelassen. Gut, gehen wir mal hinten rum. Sieht man, wo sie die Leerwaben geputzt haben. Es liegen einige Varroen, aber jetzt nicht zu viele, meiner Meinung nach. Obwohl es auch sein kann, dass dieses Volk nicht zu viele hat. Da es immer schon zu den Völkern zählte, die einen geringen Befall hatten. Aber ich werde mir überlegen, ob ich sie nochmal besprühe oder doch nochmal träufle. Weil ich möchte jetzt hier auch kein Risiko eingehen. Wenn dann wieder verdeckelte Brut da ist, kann ich nicht mehr mit Oxalsäure behandeln. Und eigentlich wollte ich da nicht auf Ameisensäure gehen, weil das ist dann nicht so tolle. Da sie jetzt ja schon eine Brutpause haben. Oh, das war's eigentlich, was ich jetzt so zeigen wollte. Was meint ihr? Würdet ihr noch mal träufeln oder würdet ihr dann doch lieber noch besprühen? Die Königin hat jetzt angefangen zu legen, sicherlich. Ja, hat euch mein kleines Video gefallen? Lasst gerne ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal.